Freunde, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe es getan und ich habe recht viel Geld bei Alverde gelassen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der so skeptisch gegenüber Naturkosmetik war wie ich. Und wir schauen einfach mal, was die DM-Eigenmarke der Naturkosmetik-Kategorie so kann. Hi, Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, mir hat es ein bisschen in den Finger gekribbelt, nachdem ich Santé ausprobiert habe und wirklich extrem begeistert war von den Produkten. Dachte ich mir, komm, probieren wir doch einfach auch mal die Alverde-Produkte aus. Deswegen gibt es so gut wie ein Full-Face Alverde Cosmetics. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen ganz, 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 ganz bezaubernden Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann und ein bisschen ablenken kann. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Produkte ungefähr hier. Wir schauen mal, was wir in mein Gesicht kriegen. Ich bin gespannt. Wundert euch bitte nicht, warum ich so komisch aussehe. Ich habe Self-Tan gemacht, aber nur auf der einen Seite, damit ihr nicht auf der anderen Seite den Unterschied sehen könnt. Und mein Gesicht habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich gestern bei der Kosmetik war und nicht wollte, dass das alles dann wieder abgeht. Solltet ihr aber bei Instagram schon gesehen haben und bis dahin ist das Problem dann, glaube ich, auch behoben. Foundation habe ich schon gemacht. Ich habe nämlich keine Foundation genommen. Das gehört so ein bisschen zu dem neuen Sortiments-Update von Alverde. Das fand ich ganz spannend, dass es auch Alverde macht. Hätte ich nicht gedacht, aber ja klar, es ist die Drogerie-Eigenmarke. Ich habe ein paar Produkte hier und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Falls ihr Erfahrungen mit Alverde habt, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ein kleiner Nachtrag zu meinem letzten Video. Da habe ich nämlich einige sehr böse Kommentare gesehen, dass Santé gehört zu L'Oréal und so. Stimmt nicht. Santé gehört nicht mehr zu L'Oréal. Und wollte ich euch nur noch mal so mit auf den Weg geben, bevor hier ganz böse Kommentare entstehen. Informieren vorher und dann erst böse Kommentare schreiben. So, wir starten mit dem ersten Produkt und da habe ich nicht so viel Hoffnung drin, bin ich ehrlich. Ihr wisst ja, ich bin sehr skeptisch, was Naturkosmetik angeht. Aber wir haben hier den Sensitive Concealer von Alverde. Der soll ein parfümfreies, mildes Abdeckfluid zum Kaschieren von Fältchen und Unregelmäßigkeiten sein, mit Kamillenöl aus biologisch kontrolliertem Anbau für sensible Haut. Kommt in dieser Verpackung, sieht recht schlicht aus, es sieht verrückt aus, ne? Mein Hals ist so. So gebräunt und mein Gesicht ist so weiß. Ich habe mich für die Farbe 02 entschieden. Das Füßchen ist ganz spannend. Das ist kein klassisches Concealer-Füßchen, sondern eher so ein Pinselchen. Ich streife mal ein bisschen ab und wir schauen mal, wie weit wir damit kommen. Ich habe, wie gesagt, noch gar keine Erfahrung mit der Marke. Ich habe jetzt die letzten Tage mal den Contour-Stick benutzt. Ich fand den gar nicht so schlecht. Die Deckkraft hier sieht aber auch gar nicht so so gering aus. Wir probieren mal, wie weit wir kommen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Das ist immer so schade, dass ich nicht live eine Reaktion bekommen kann. Und wir blenden das Ganze einmal aus. Farbe sieht ganz passend aus, jetzt zu meiner Foundation zumindest. Und die Deckkraft ist höher als gedacht, oder? Falls ihr nicht wisst, warum ich so skeptisch gegenüber Naturkosmetik war. Meine Angst war immer, dass die Produkte einfach nicht performen, dass sie nur. Also. Anders. Als ich so skeptisch war, war mein Anspruch an Make-up auch noch mal ein bisschen anderer, glaube ich. Ne? Ich wollte so viel Make-up wie möglich. Ich wollte, dass du nichts an Lebewesen in meinem Gesicht mehr erkennst. Hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren und ich finde es ganz schön eigentlich mal, dass man auch sieht, wie ich aussehe. Zwar optimiert mit Make-up, aber nicht eine komplett neue Person bin. Und ich dachte mir, dass das Naturkosmetik immer nicht kann. Aber jetzt, wo ich so ein bisschen natürlicher werde und einfach auch mich nicht mehr so hinter dem Make-up verstecke, trifft sich das ganz gut. Mir geht es persönlich nicht unbedingt um, ist das jetzt Naturkosmetik oder nicht, sondern ich gucke einfach, ob es gute Produkte sind, weil nur weil du Naturkosmetik haben möchtest, heißt es ja nicht, dass du schlechte Produkte haben willst. Dafür bin ich da, um es für euch zu testen. Die Deckkraft ist überraschend hoch. Gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Ich trage es mir jetzt nochmal auf der anderen Seite auf. Ich war eher so ein bisschen skeptisch, was das Füßchen anging, wenn ich ehrlich bin, weil ich das natürlich nicht gewohnt bin. Du bist damit viel präziser, also du kannst nicht zu viel auftragen. Du musst halt immer mal wieder ein bisschen reingehen, aber du kannst das sehr präzise aufbauen. Was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass er nicht parfümiert ist. Er brennt nicht, ne? Also oft ist es ja bei Concealern so, dass sie so ein bisschen in den Augen brennen. Hier merke ich wirklich gar nichts und die Deckkraft ist wirklich, wirklich hoch. Wow, okay. Ich hätte gedacht, dass es das vielleicht eher ist, ja, von wem war der? Ich glaube auch von Trinidad, dieser Sensitive Concealer, der hatte ja gar keine Deckkraft, ne? Das gefällt mir gut. Okay, wir haben noch zwei Creme-Produkte, die ich ganz gerne mal mitnehmen würde. Einmal den Coverstick Contouring 02 und den Coverstick Contouring 03. 02 ist zum Aufhellen und 03 ist eher ein Contour-Stick. Ich nehme ihn jetzt mal eher so ein bisschen als Bronzer-Stick, denn so kühl, wobei es geht.
Ist er gar nicht. Eine Sache habe ich festgestellt, und viele haben auch unter das Short geschrieben, das ist ja bereits online gegangen, dass er sehr fleckig wird. Ja, wenn man ihn falsch aufträgt, habe ich auch festgestellt. Also ich gehe damit jetzt nicht mehr direkt ins Gesicht, sondern ich gehe erst auf meinen Handrücken und arbeite mir dann mit so einem Pinsel, der ist übrigens extrem gut, der ist von Real Techniques, die 453, und gehe dann nur ganz leicht hier rüber. Dann wird er nicht fleckig. Dann ist er natürlich auch nicht so deckend, aber du hast viel mehr Präzision und kannst das Gesicht punktuell ganz gut aufwärmen. Er braucht ein bisschen Liebe. Na, das habe ich auch gemerkt. Also, es ist jetzt nicht mein Favorite-Produkt. Es ist gut, aber es ist nicht mein Favorite-Produkt. Ich mag es mittlerweile ganz gerne, wenn Produkte idiotensicher sind. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man da jetzt nicht viel drüber nachdenken muss. Er lässt sich gut auftragen. Er hat eine recht leichte Deckkraft. Das muss man schon wissen. Aber es funktioniert mit so einem Pinsel am besten, wenn du auf deine Foundation gehst. Dann habe ich festgestellt, ja, zersetzt das ganz gerne mal die Foundation. Gefällt mir aber ganz gut, ich kann so ein bisschen hier bronzen. Ja, mag ich gern. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Rest hier so ein bisschen lang, dass es halbwegs gleichmäßig ist. Und da seht ihr es, ne? Also er hat eine gute Farbe, aber ist jetzt nicht so dolle. Der Concealer-Stick, der ist aber ziemlich gut. Gerade wenn ihr hier nochmal so ein kleines Highlight setzen wollt. Hier hinten beispielsweise. Einfach so einen kleinen Strich. Und dann liftet es das Auge gleich so ein bisschen. Machen wir auf der anderen Seite jetzt auch nochmal flott. Der zersetzt komischerweise das Make-up auch nicht so. Da kannst du direkt also direkt auf die Haut arbeiten. Okay, ja, also dieser Contour-Stick ist okay, der haut mich jetzt nicht so um. Es gibt aber was anderes, was ich sehr, 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 sehr spannend fand und das will ich unbedingt ausprobieren. Und das ist diese Palette. Die ist aus dem neuen Sortiment. Alverde Professional. Na, Mäuseken, na, da haben wir uns ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, glaube ich. Hier hinten sind auch so ein paar Bildchen mit drauf, dass man einfach sehen kann, wie man damit am besten arbeitet. Die Farben sehen sehr gediegen aus. Das ist ja genau das, was ich mag. Ne? Wir haben recht schlichte Farben mit einem recht hohen Weißanteil. Das sieht man schon, wie ich finde. Also, die sind nicht so dunkel pigmentiert, sondern eher ein bisschen weißlicher, was aber gar nicht so schlecht sein kann, wenn man eher ein bisschen einfacher arbeiten möchte. Ich fixiere mein Gesicht einmal schnell ein bisschen an den Stellen, die ich jetzt auch gleich mit Puder benutze. Mit meinem Zauberpuder. Freunde, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Auch hier so ein bisschen über die Stirn. Das nimmt den Glanz ein bisschen weg. Es gleicht alles so ein bisschen aus. Und diffust das Ganze einfach sehr schön. Oh nein, ich habe ein Stück verloren. Mein Sample ist sehr, sehr durchgerockt. Ein kleines Problem, was ich mit der Palette habe, ist, die Fältchen sind sehr klein. Das kriegen wir aber hin. Ich gehe jetzt erstmal, wir haben Contour Matte Dark und Bronzing Matte Dark. Eins, zwei, fühlen sich aber sehr weich an. Eins, zwei. Ja, bei der zweiten kommt fast gar nichts. Also, okay, warte mal. Ich finde den zweiten ein bisschen schöner, wenn ich ehrlich bin. Das setze ich mir jetzt einfach mal hier hin. Wir bauen mal das Produkt langsam auf. Ich bin ja recht blass. Wir können uns ja so ein bisschen an meinen Körper anpassen. Und gehe jetzt doch noch mal ein bisschen in den dunkleren Ton. Sehr. Den würde ich eher als Lidschatten benutzen. Ich finde, das ist auch so eine schöne Lidschattenpalette, wenn ich ehrlich bin. Das ist super, super basic. Okay. Pigmentierter als gedacht. Definitiv. Ich würde, glaube ich, beide Farben einfach so ein bisschen zusammenmischen und dann hat man, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Die eine ist ein bisschen hell, die andere ist ein bisschen dunkel. Ein bisschen verblenden und hier einfach nochmal aufbauen. Geht sehr, 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 sehr schnell. Du hast sofort eine Kontur. Möchte ein bisschen gebräunt aussehen heute. Mag ich gern, die Farbkombination, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht zu warm, ist aber auch nicht zu kühl. Ich mache hier unten nochmal kurz ein bisschen sauber. Gehe hier nochmal rüber mit ein bisschen Puder. Und dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was ich ganz spannend finde in der Palette, sind diese matten Highlight-Konturtöne. Was? Bronzer? Also für welchen Menschen ist das hier bitte ein Bronzer? Ich glaube eher, dass man damit so ein bisschen aufhellen kann punktuell unter den Augen. Das mag ich ja ganz gerne. Highlighter Silber, Highlighter Gold und Blush und dann zwei Blushes. Also du hast schon ein bisschen was mit dabei, die Artikel bezeichnen. Ich würde wirklich gerne mal, also irgendwann, wenn ich mal mit YouTube aufhören sollte, ne, dann fange ich bei den Drogeriemarken an und berate sie gerne oder entwickle mit ihnen die Produkte, wie man die Produkte richtig bezeichnet. Damit kannst du so ein bisschen sauber machen. Okay, ja, also das würde ich jetzt gar nicht unbedingt als, es ist keine Kontur, aber du kannst damit so ein bisschen highlighten. Den Blush benutze ich jetzt hier nicht, der ist recht zart, ne? Also das seht ihr schon, das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in diesen ganz, ganz leichten movigen Ton. Sieht ganz schön aus. Highlighter benutze ich jetzt auch nicht hier draus. Die Konturfarben darin haben mir aber gut gefallen. Das waren eigentlich die zwei Produkte, die mich am meisten angelacht haben. Und zwar diese Mäuschen hier. Wir haben einmal den Alverde Naturkosmetik Trio Bronzer. Der sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben drei verschiedene Farben. Ich mische die jetzt mal. Die sehen ein bisschen reflektierend aus. Ich weiß nicht, ob das. Ja, die haben Schimmer drin.
so ein, es sieht dadurch so ein Momentchen fleckig aus. Nee. Also, ich finde, es gibt einen Unterschied, ganz wichtigen Unterschied zwischen einem leuchtenden Bronzer und einem schimmernden Bronzer. Als Beispiel habe ich hier von Hatice Schmidt Labs. Das ist ein gutes Beispiel dafür für einen leuchtenden Bronzer, der aber nicht schimmert. Der sieht ja auf der Haut so ein bisschen nass aus, weil der so eine feuchte Textur hat. Das ist ein Bronzer, der hat, es wird das Mika mit drin sein, was so reflektiert, was dann ganz schnell so ein bisschen betont aussehen kann. Ich glaube, den punktuell vielleicht so ein bisschen aufgetragen, okay. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass das eine Naturkosmetik ist. Das würde ich bei jedem anderen Bronzer auch sagen. Außer es ist ein Bronzer, der wirklich sehr leuchtend ist. Ne? Es gibt so einen schmalen Grat, der nicht okay ist. Und entweder du leuchtest und schimmerst oder du schimmerst halt nicht. Aber so ein bisschen sieht ganz oft ganz schnell fleckig aus. Der Blush hingegen, da darf das ruhig ein bisschen schimmern. Und der hat ja auch so verschiedene Farben, die ich ganz spannend finde. Geht eher so ein bisschen in die Urlaubsrichtung, sage ich immer ganz gerne. Das ist so ein bisschen gebräunt, das ist so ein bisschen. Naja, du hast halt ein paar blushige Töne und dann aber auch schon wieder so ein Bronzer mit drin. Sieht sehr pigmentiert aus. Auch den arbeite ich erst in meiner Hand. Ja, der hat Schimmer mit drin. Und damit gehe ich jetzt hier einfach rüber. Und damit auch gerne so ein bisschen unter die Augen. Presse mir das richtig gut rein. Das ist ein Mallorca-Blush. Wisst ihr, was ich meine? Schaut mal. Der hat durch diese Farben, ne, durch dieses Bräunliche, sieht der recht getannt aus. Also, wenn du einen Sonnenbrand hast, je nachdem, welche Hautfarbe du hast, wirst du ja nicht so feuerfeuerrot im Gesicht, sondern irgendwann, also ja, am Anfang klar, aber irgendwann wird das dann zu so einem gebräunten Rot. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist genau die Farbe. Den mag ich sehr gerne. Ich habe einen vergessen. Oh nein. Okay, passt auf. Tut mir total leid. Ich blende euch das Video hier ein. Und das ist der Liquid Blush Dusty Rose von Averde. Der ist genial. Das ist ein richtiger Blush und der ist extrem pigmentiert. Ach, schade. Da ärgere ich mich jetzt sehr drüber. Dann müsst ihr euch das Short einmal kurz angucken. Der ist sehr, sehr pigmentiert. Der hält sehr gut. Der hat Bums. Also der hat richtig, richtig Bums. Sieht ähnlich aus wie der von Tante Charlotte, nur ohne Schimmer. Und hält auch sehr, sehr gut. Der ist sehr pigmentierend. Also da würde ich wirklich nur ein bisschen nehmen. Kann man auch optional sehr gut mit dem Concealer so ein bisschen abtönen. Die Base so gefällt mir schon gut, wenn ich ehrlich bin jetzt gerade. Also wenn ich euch nochmal ein bisschen wegnehme, dann sieht das schon eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich fixiere nochmal schnell. Das ist alles richtig. Also ich sehe schon so ein bisschen aus wie Jennifer Lopez wieder. So gebräunt und so tanny. Was ich jetzt mit euch probieren möchte, ist die Lidschattenpalette, weil die schreit ja, Maxim. Die könnte auch ein bisschen Natascha schreien, ne? So, wir haben sehr kühle Farben, wir haben schöne Schimmertöne, die sich sehr, sehr gut anfühlen. Ganz cremig. Das ist so spannend. Wann ist Naturkosmetik so performant geworden? Ich erinnere mich an die. Ja, wobei, da kannst du ja auch bei vielen anderen Drogeriemarken sagen. Die waren ja früher auch, oder war, hattest du mehr Pigment in Mehl. Ah, das sieht schon schön aus, ne? Die erinnert mich so ein bisschen. Wie die kleine Schwester von der Natascha-Palette vielleicht. Schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich nehme einen großen, fluffigen Pinsel, starte mit diesem Ton. Normales Kickback, würde ich sagen. Und setze mir das in die Lidfalte, um die so ein bisschen zu schattieren. Ich mag ja diese kühlen Looks im Moment sehr gerne, weil, weiß ich nicht, ich finde, so dieses Warme, ich kann das irgendwie alles nicht mehr sehen. Und so ein grauer Lidschatten sieht immer so ein bisschen erwachsener aus, ne? Was heißt erwachsener? Es sieht immer so ein bisschen aus als passender zu vielen Gesichtern. Da kann man nicht so viel falsch machen. Die sehen einfach, ne, warme Looks sehen ja nicht billig aus. Aber ich finde, so ein kühler Look mit so einem richtig schönen Grauton, den kannst du ja auch gut hier mal so als Kontur benutzen, um das Näschen so ein bisschen zu konturieren. Und du gibst einfach dem Gesicht eine sehr hochwertige Tiefe. Und verdunkel mir das hier. Erstmal nur ein bisschen und baue mir das dann ganz langsam auf. Abdunkeln. Man muss das halt wollen, ne? Also klar, wenn du eine Natasha Denona Palette und das Pigment einer Natasha Denona Palette haben willst, dann ist das natürlich nichts für dich. Aber ich würde mal die vorsichtige Behauptung aufstellen, dass 99% der Mäuse hier in der Community nicht jeden Tag auf die Paris Fashion Week gehen, sondern einfach einen ganz normalen Alltag haben, so wie ich. Und in einem normalen Alltag möchte ich auch nicht aussehen, als würde ich auf die Paris Fashion Week gehen. Ich finde, das betont immer alles ganz schön. Ich finde das schön, oder? Das ist ganz subtil und ganz erwachsen. Ich gehe jetzt mit dem Finger in diesen Schimmerton, der hat mich so angelacht. Wow. Schau mal, das ist ein bisschen in den kühleren Ton noch. Ganz leicht in den goldenen Ton. Für so ein bisschen Bewegung. Ich finde, das ist ein sehr hoch. Ich sage es sehr oft. Wie oft habe ich hochwertig in diesem Video gesagt? Das ist ein sehr hochwertiger Augenlook. Ein bisschen Mascara. Und ihr seht es, ich sehe zwar geschminkt aus. Natürlich, ich bin geschminkt, aber es sieht so. Ja, es sieht einfach
aus, als wäre ich gepflegt. Nicht so versteckt dahinter. Nicht so versteckt hinter dem Make-up, sondern ich habe einfach das betont, was da ist und ein paar Sachen einfach ein bisschen ausgebessert. Die Lidschattenpalette, sehr, sehr schön, zarter Look, perfekt für den Alltag. Für die Lippen habe ich noch ein Produkt mitgenommen. Ich glaube, das mag ich nicht so gerne. Das ist auch in so einem Jumbo-Stick, was ich eigentlich ganz gerne mag. Die Farbe Rose Divine, ein atemberaubender Matteffekt und hohe Farbintensität. Der ist sehr trocken. Die Farbe ist schön, der ist aber recht trocken auf den Lippen. Ist eine sehr kühle Farbe, wie ich finde. Also bei solchen Farben muss man, ich zeig's euch nochmal hier, bei solchen Farben muss man immer so ein bisschen aufpassen, dann sieht man ganz schnell aus wie jemand, der 4 Wochen in der Spray gelegen hat. Vielleicht mit einem dunkleren Lip Liner. Ja, also ich würde auf jeden Fall einen dunkleren Lip Liner zu kombinieren, einfach um nochmal so ein bisschen Kontrast mit reinzukriegen. Und vielleicht sogar, habe ich jetzt glaube ich aber gar keinen hier, so ein bisschen Gloss mit ein bisschen Farbe, dann kommt da wieder ein bisschen Leben zurück. Overall, was sagen wir zu dem Look? Ich sehe gebräunt aus, ich sehe erholt aus, es sieht erwachsen aus und es hat gut performt. Ganz ehrlich, es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht und die Lippenkombination gefällt mir so jetzt doch ganz gut. Ich freue mich riesig auf dieses Feedback von euch. Ich brauche wirklich von jeder Maus, die dieses Video schaut, brauche ich einen Kommentar. Und wenn es nur ein Herzchen ist, ein Daumen hoch. Egal was, ich brauche Feedback, weil ich fühle mich sehr, 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 sehr gut. Und hätte ich es nicht gesagt oder hätte ich es euch nicht gezeigt, hätte es auch jede andere Marke sein können. Und wenn man Probleme hat ohne Naturkosmetik und mit Kosmetik, Naturkosmetik so gute Looks erzielen kann, bin ich fein damit. Hat mir Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.